Herzlich willkommen beim Kanal der Pate. Schön, dass Sie da sind. Hier hinten haben wir das Grab des heiligen Petrus, denn heute sind wir wieder in Rom unterwegs. Heute ist der Festtag des heiligen Petrus und des heiligen Paulus. Und hier ist das Grab des heiligen Paulus, des heiligen Petrus unter diesem Altar. Das Grab des heiligen Paulus ist außerhalb von Rom in der Kirche St. Paul vor den Mauern. Hier an diesem Grab des Petrus brennen viele Kerzen und über dem Grab ist der Papstaltar, an dem heute Papst Franziskus die Messe gefeiert hat. An diesem Tag ist etwas ganz Besonderes, denn wir gucken mal nach da. Hier ist die Statue des heiligen Petrus aus Bronze und die wird an diesem Tag geschmückt. Sie wird geschmückt mit der Tiara, dem Zeichen der Päpste, aber auch mit einem Mantel, mit einem Ring, mit einem Brustkreuz, wie ein richtiger Bischof, denn Petrus ist der Bischof, der erste Bischof der Diözese Rom. Und morgen ist das Fest der ersten Märtyrer von Rom, denn am Tag danach gab es das Martyrium von Tausenden von Christen. 30 Jahre etwa nach der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus gab es hier in Rom schon eine riesige Christengemeinde. Und Nero, die Geschichte ist ja allen bekannt, hat diese Christen dann zumindest ziemlich viele, eben auch Petrus und dann auch Paulus, ermordet. Bleibt dabei, denkt an diesen Petrus, denn er ist so das Zentrum von diesem christlichen Europa. Er hat uns auch heute noch viel zu sagen, denn auf diesem Felsen wird die Kirche gebaut. Bleibt gesund. Und hier seht ihr die Tür aus der alten Petersbasilika. Sie zeigt das Martyrium von Paulus und von Petrus. Das ist eine sehr alte Tür, die man in die neue Basilika, die heute steht, übernommen hat. Interessant ist hier vor allem das Bild des Martyriums des Petrus, das ja hier stattgefunden hat. Man sieht die Engelsburg, das damalige Mausoleum des Kaiser Hadrian, also seine Grabstätte, aber auch eine Pyramide. Diese Pyramide, die gab es tatsächlich hier in der Nähe des Vatikans. Die hat man dann abgerissen, wenige Jahre nachdem man diese Tür so im 15., 16. Jahrhundert errichtet hatte. Heute sieht man diese Pyramide nicht mehr, aber diese Pyramide und der Obelisk und auch der Tiber und auch das Mausoleum des Hadrian sind Zeugen für diesen Ort. Und im Hintergrund hört ihr den Engel des Herrn, also die Glocken, die von St. Peter läuten und zum Gebet aufrufen, denn der Heilige Vater hat gerade auf dem Petersplatz mit den Menschen den Engel des Herrn gebetet, denn heute ist ja eigentlich das große Fest der Stadt Rom und des Vatikans, nämlich Peter und Paul. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis dahin, alles Gute.